Einen schönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Wir in der Gewinnerregion. Heute haben wir diese Themen für Sie. Wilde Fahrt. 82 Schramberger wagen sich ins kalte Wasser. Unternehmen des Monats. Wir stellen ein Marzipanunternehmen vor. Und wir folgen den Spuren der Biathletin Simone Hauswald. Würden Sie freiwillig in nur 2 Grad kaltem Wasser baden gehen? 82 Schramberger würden das dieses Jahr am Rosenmontag in Kauf nehmen. Zugegebenermaßen jedoch auch nur eher unfreiwillig. Doch dass man als Zuber-Kapitän baden geht, kann schon mal passieren bei der wilden Fahrt auf dem Kirchbach, die jedes Jahr am Rosenmontag mehrere tausend Besucher ins Städtchen lockt. Das Spektakel der Bachnahfahrt ist wirklich sehenswert. Und die Gefährte, auf denen die Kapitäne Platz nehmen, sind an Einfallsreichtum kaum zu überbieten. Wir haben den Bachnahfahrern mal über die Schulter geschaut und versucht herauszufinden, worauf es beim Zuberbau eigentlich ankommt. Waghalsige Zuberkapitäne stürzen sich Jahr für Jahr auf mehr oder weniger stabilen, aber immer bunt geschmückten Holzzubern die Schildach hinab. 20.000 Menschen jubeln den Kapitänen vom Ufer aus dabei zu. Doch das Spektakel bedarf viel Vorbereitung. In einer Halle im Junghans-Gewerbepark laufen in den Wochen vor dem großen Rosenmontag die Arbeiten. Erst wird ein Thema ausgewählt, dann werden die Zuber ausgeteilt und von diesem Zeitpunkt an ist Kreativität und handwerkliches Geschick gefragt. Wir haben dieses Jahr Wall of Death, was aber nichts mit der Heavy Metal Wall of Death zu tun hat, sondern da geht es einfach um die Steilwandfahrer von damals. Sieht man manchmal auch noch auf Festivals, wie sie eben an so Holzwänden werden da Steilwände aufgebaut, gerade wirklich bis zu 90 Grad und die dann eben im Kreis fahren. Das sieht man im Hintergrund auch hier, wie wir eine Drehkonstruktion aufgebaut haben, wo dann nachher eben unsere Miniaturbikes sich im Kreis drehen werden. Und das war ursprünglich mal der Gedanke. Ob es funktioniert, wissen wir noch nicht, aber wir hoffen mal das Beste. Hier weiß man auch, was den Reiz der Bachnerfahrt ausmacht und wie man es unter Umständen schafft, nicht im Kirchbach zu landen. Kommt immer darauf an, wo man baut im Prinzip. Manche bauen ein bisschen waghalsiger, der andere ein bisschen sicherer. Eigentlich kannst du immer nass werden. Ja. Das kann mal dumm laufen, dann liegst du drin, also da steckst du nicht drin. Der erste Schreck ist schon immens, ja. Aber das Adrenalin macht einiges weg. Es kommt erst eine Stunde später raus. Doch auch wenn man mal batschnass wird, das schreckt einen echten Bachnerfahrer nicht ab. Wenn dir 20.000 Leute zujubeln, dann ist einfach, du bist da immer flash, du kriegst da nichts mehr mit und du kommst unter an und weißt eigentlich gar nicht mehr, was mit dir passiert ist. Und das ist einfach eine riesen Gaudi und ich glaube, beschreiben kann man es nicht wirklich, aber es ist jeder herzlich eingeladen, es auch mal zu versuchen. Ob es jetzt die Taufe ist bei minus 15 Grad Außentemperatur oder die tatsächliche Bachnerfahrt am Montag, ist schon was Unbeschreibliches und auch was Einmaliges. Und wenn es dann soweit ist, gilt es, sich mit halsbrecherischen Kunststücken über Wasser zu halten oder notfalls schwimmend das Ziel zu erreichen. Unsere nächste Reise führt uns auf den Heuberg, genauer gesagt nach Gosheim. An einem sonnigen Wintertag begaben wir uns auf die Spuren der Biathletin Simone Hauswald, zweifache Europameisterin, Weltmeisterin und Olympiateilnehmerin. Im Biathlonzentrum Gosheim trainierte auch sie, bevor sie aufs Skiinternat nach Furtwangen ging. Auch heute noch legt der Verein Wert auf Nachwuchsförderung. Wir haben das Zentrum besucht und uns dort umgesehen. Hier lernt der sportliche Nachwuchs den Biathlonsport von der Pike auf. Im Biathlonzentrum Gosheim sind die Voraussetzungen geradezu ideal. Auf den Spuren der Profis Simone Hauswald und Katrin Hitzer absolvieren heute zahlreiche Jugendliche auf dieser Anlage ihre Trainingseinheiten. Ja, wir haben im Winter hier ein ausgeprägtes Loipennetz mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Wir haben eine Skirollerstrecke im Sommer, die geht hier einmal um die Anlage rum, das sind knappe 2 Kilometer geteert, die man hier benutzen kann. Wir haben nebendran unseren Laserskistand und ganz oben noch einen Kleinkaliberstand für die Profis, die hier schon Weltcupläufer benutzt haben. Übungen auf dem Schießstand gehören ebenso dazu wie das Ausdauertraining auf der Loipe.
Genau diese Mischung macht den Sport für die Biathleten selbst und auch für die Zuschauer attraktiv. Allein die ganze Kombination durch das ganze Laufen, diese Schnelligkeit und dann noch dazustehen und wirklich diese Treffsicherheit zu haben, dass man wirklich trifft und dass man auch wirklich sagen kann, hey, ich habe es geschafft und das ist wirklich mein Ziel und genau das macht es eigentlich so ganz besonders. Dann ist es auch faszinierend, auch, bei einem hohen Puls zu schießen, nicht nur bei den Sportschützern, die schießen ja in Ruhephase und wir müssen es nur zusammen bringen, dass wir dann treffen bei hoher Belastung. Und wenn dann noch das Wetter so mitmacht, lohnt sich die Reise nach Gosheim zum Biathlonzentrum gleich mehrfach. Sie lieben Schokolade und Marzipan? Dann bleiben Sie dran, denn nach einer kurzen Pause stellen wir Ihnen das Unternehmen des Monats vor. Seit 30 Jahren führend auf unserem Gebiet. Wir planen und fertigen nach Ihren Wünschen. Perfekte Qualität für eine perfekte Operation. Weber Instrumente, Ihr Ansprechpartner für hochwertige chirurgische Werkzeuge und Silikonformteile für den medizinischen Gebrauch. Wir bringen Ruhe und Wärme in Ihr Zuhause. Tuttlingen ist eine moderne Stadt. Wenn man baut, darf man auch zeigen, dass man eine moderne Stadt ist. Wir haben eine durchaus respektable Gastronomie, eine Winothek und ein Feinschmecker-Restaurant und natürlich das Irish Pub. Wenn man fast wie ein Chirurg in die Stadt hineinschneiden und den Menschen helfen darf, das ist Glück. Ich liebe diese Stadt. Wir entwickeln die Stadt seit 75 Jahren. Unser aktuelles Projekt, hier entstehen 16 Eigentumswohnungen, modern, hell und freundlich. Mit Fußbodenheizung und Parkett, Tuttlinger Wohnbau, in Zukunft zu Hause. Der Wiedmer Ofencheck. Wir prüfen Ihren alten Ofen auf Sicherheit, Funktion, Laufzeit. Schon ab 49 Euro. Wiedmer Ofenbau in Ostrach. Willkommen zurück. Wenn Sie Schokolade und Marzipan mögen, dann sollten Sie jetzt gleich einmal ganz genau hinschauen. Wir haben den Konditormeister Erich Meyer besucht, der ganz besondere süße Leckereien zaubert. Alles handgemacht. Marzipan und Schokolade in kreativer Form. In Bad Dürrheim wurde nun von der Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg als Unternehmen des Monats in der Gewinnerregion ausgezeichnet. Wir haben Erich Meyer und sein Team mit der Kamera besucht und dabei viele leckere Besonderheiten entdeckt. Rosen aus Schokolade, Eisbeeren aus Marzipan, wahre Kunstwerke angefertigt mit viel Liebe fürs Detail. Erich Meyer betreibt in Bad Dürrheim eine kleine Manufaktur, in der er zusammen mit seiner Frau und 4 Mitarbeitern individuelle und detailgetreue Motive aus Schokolade und Marzipan schafft. Die ersten Formen, die haben bei mir ausgesehen wie Schweizer Käse, aber nicht wie eine Form. Ja. Bis ich dann irgendwann die richtige Technik eigentlich raus hatte, aber es hat Jahre gedauert, bis ich wirklich so tolle Formen hingekriegt, wie ich sie jetzt habe. Und jetzt kann ich eigentlich jeden Tag ein paar machen, ist kein Problem mehr. Gell? Mit Airbrush-Technik werden Lebensmittelfarben aufgetragen, die den Modellen noch den letzten Schliff geben.
Um den Kundenwünschen gerecht zu werden und auch schnell reagieren zu können, hat Erich Meyer selbst für die geeignete Ausrüstung in seinem Betrieb gesorgt. Das ist also meine erste Marzipanpresse hier. Die habe ich gebaut vor ungefähr 30 Jahren. Eigentlich mehr oder weniger für mich selber als Versuchsobjekt. Und natürlich hatte ich ein bisschen Hilfe, eben was Luftdruck und so weiter betrifft, ist ganz klar. Aber das Grundmodell ist heute noch so, wie ich es vor ungefähr 30 Jahren gebaut habe. Und die funktioniert einwandfrei, ohne irgendwelche, hat noch gar nicht gestreikt. Von der Fasnachtsmaske bis hin zu Dinosauriern, die zurzeit das Schaufenster des Ladengeschäftes zieren, sind der Kreativität beim Marzipanmodellieren kaum Grenzen gesetzt. Neue Gründer braucht unsere Gemeinde. Das dachte sich auch der Bürgermeister von Niedereschach, Martin Rack, und startete im Jahr 2012 die Existenzgründeroffensive Egon. Sehr zur Freude der Gründer und Start-ups. Das Interesse ist groß und auch dieses Jahr laufen die Vorbereitungen für den Existenzgründertag am 17. März auf Hochtouren. Übrigens ist die Offensive ein wahres Erfolgsmodell. Mehrfach wurde sie inzwischen ausgezeichnet, wurde unter anderem im vergangenen Jahr als Gewinner des deutschen Vorentscheids zum Europäischen Unternehmerförderpreis vorgestellt. Wir haben einen der Unternehmer besucht, der bereits von der Offensive profitierte. Werner Wegerich ist seit 4 Jahren selbstständig. Er bietet mit seinem Wagen Eichservice Baden-Württemberg den Komplettservice für alle Unternehmen an, die mit Wagen arbeiten und dazu verpflichtet sind, diese regelmäßig zu eichen. Den Weg in die Selbstständigkeit fand er damals mit Hilfe der Gründeroffensive Egon. Egon ist eine wirklich gute Einrichtung, um eine Grundlage, eine solide Grundlage zu bilden. Man kriegt Informationen ohne Ende und man kriegt auch Hilfe. Also es ist im Prinzip das Beste für Gründer, von der Basis her solide aufzubauen. Wir haben allerdings festgestellt, dass es heutzutage gar nicht so einfach ist, diesen hürdenreichen Weg der Existenzgründung zu bewältigen. Da stehen viele Probleme und Themen an, auch bürokratischer Art, familiärer Art. Und deshalb haben wir eine Initiative gegründet, die zum einen Mut macht, sich selbstständig zu machen, zum anderen aber auch fachlich unter die Arme greift, um erfolgreich sein zu können. Am 17. März haben nun erneut alle potenziellen Gründer Gelegenheit, auf der Egon wichtige und oft entscheidende Infos zu bekommen und mit ehrenamtlichen Lotsen ins Gespräch zu kommen. Am 17. März ist es also soweit. In der Eschach-Halle in Niedereschach findet der 5. Egon Existenzgründertag statt. Einer der Höhepunkte des Tages ist der Impulsvortrag des bekannten Burladinger Textilunternehmers Wolfgang Krupp, Inhaber der Firma Trigema. Was sonst noch in der Region los ist, verraten wir Ihnen in den Veranstaltungstipps. Vom 9. bis 11. März findet auf dem Messegelände in VS Schwenningen die alljährliche Jobs for Future statt. Interessierte haben hier die Möglichkeit, sich über interessante Stellenangebote, vielseitige Studien- und Ausbildungsplätze, Praktika und Fortbildungen für alle Berufsphasen zu informieren. Der Eintritt ist frei. Wintersportfans, aufgepasst! Vom 17. bis 19. März macht der FIS-Weltcup Nordische Kombination Halt in Schonach. Ob Skispringen oder Langlauf, für jeden Sportbegeisterten ist hier etwas geboten. Neben dem Weltcup wird am Samstag auch um den Schwarzwaldpokal gekämpft. Am Sonntag um 19 Uhr startet dann die große Weltcup-Finalparty. Am 18. und 19. März ist für alle Motorradfans wieder richtig was los. Auf der Süddeutschen Motorradausstellung warten rund 80 Aussteller auf einer Fläche von über 5500 Quadratmetern auf zahlreiche Interessierte. Für alle, die mit dem Motorrad bei der Sümer anreisen, ist der Eintritt frei. Ansonsten zahlen Erwachsene 7, ermäßigt 5 Euro. Kinder bis 12 Jahre zahlen nichts. Eine neue Ausgabe von Wir in der Gewinnerregion gibt's ab dem 27. März. Wenn Sie bis dahin die Berichte aus der Sendung noch mal sehen möchten, gehen Sie ganz einfach auf YouTube unter Wir in der Gewinnerregion. Machen Sie's gut und bis bald.